Servus Leute, hier ist wieder euer Boompower und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witness. Für euch im normalen Regelfall, für mich jetzt durchaus schon 4 Wochen oder so wiederum. Und ich habe tatsächlich mal einen Tipp von euch bekommen. Ich bedanke mich da vielmals für. Der Tipp war, achte doch mal auf den Hintergrund, beziehungsweise auf die Felsen sogar, so spezifisch. Und auf einmal macht alles Sinn. Natürlich. Aber auch das ist wieder so eine Sache. Komm erstmal da drauf. Weil das ist nämlich auch nicht einfach. Wenn man so nachträglich mal die Situation betrachtet, ist es eigentlich mega easy. Möchte man meinen. Aber wie gesagt, da muss man erstmal drauf kommen. Und die Frage, die sich mir jetzt noch gerade stellt, ist, hier ist nicht mehr viel im Hintergrund. Da ist eigentlich nur der eine Fels. Muss ich den aus irgendeinem Winkel betrachten? Naja, so werde ich automatisch reinge... Muss ich den wirklich aus irgendeinem Winkel betrachten? Naja, so wäre es ja, glaube ich, gewollt, ne? Ich könnte jetzt so versuchen. Nein. Ich könnte so versuchen. Nein. Wie soll denn das funktionieren? Ja, das Ding ist jetzt noch nicht an. Oh, Momentchen mal. Vielleicht? Ich weiß nicht. Weil, wenn man sich das hier anguckt, das wird wahrscheinlich dann was damit zu tun haben. Und wenn man sich das hier anguckt, dann wird das wahrscheinlich was... damit zu tun haben. Sehr wahrscheinlich, würde ich mal annehmen. Das heißt, hier, die stehen ja nicht einfach so in der Pampa rum. Andersherum kann ich schlecht, also müsste es wahrscheinlich so sein. Boah, ist das fies. Weil so macht das nämlich auch Sinn. Tatsächlich. So ein fieser Hund. Naja. Ups, Moment. Eins noch weiter. Ja, dann nochmal außenrum und rein. Jawohl. Und das allerletzte noch. Hier werde ich sehr wahrscheinlich so agieren müssen. Gehe ich mal stark von aus. Ne? So? Nein. Weil so macht es ja keinen Sinn. Zumindest nicht so richtig, oder? Man könnte es schon irgendwie versuchen. Also so macht es keinen Sinn. So hat es für mich schon irgendwie Sinn gemacht. So vielleicht. Das heißt, es wäre dann so. 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 So und dann rein. Tatsächlich. Das war's echt. Sehr cool. Ja, damit habe ich tatsächlich die Bonuslevel gelöst. Hilft uns aber leider storytechnisch nicht unbedingt weiter. Wir haben ja bereits 4 Laser, oh Gott, lass mich lügen, haben wir gelöst. Das ist, Moment, 1, 2, 3, okay, ich sehe nur 3. Na gut, dann waren es halt nur 3. Ja doch, das muss ein 4. sein, ganz sicher. Egal, wir haben auf jeden Fall einige Laser schon gelöst. Ja, hier, dieses Ding. Da müsste ich eigentlich wirklich nochmal nachschauen. Weil das ist ja wirklich das absolut Verfluchte überhaupt. Wie hier die Sonne vielleicht entsprechend dann auf die Eingekratzten funktionieren können.
Aber ich kann die Sonne ja nicht ändern. Ich kann die Platten nicht verschieben. Das ist alles irgendwie sehr komisch. Wie gesagt, das muss ich mir noch genau angucken. Dann haben wir das große Problem, wir müssen irgendwie schauen, dass wir die Queren lösen können. Was meine ich mit den Queren? Die Queren... Ah ja, guck mal, 4. Wusste ich's doch. Haha, bin ich ganz dumm. Wie können wir diese querliegenden Tetris-Blöcke, sag ich mal dazu, wie können wir diese gut analysieren, beziehungsweise wo? So, hier ist noch was nicht im Gange. Hier waren wir auch mal aktiv. Wo geht denn das Kabel hin? Das geht hier rein. Der Laser, der müsste auch bald aktivierbar sein. Die Frage ist auch hier wieder nur, wo? Also hier drin müsste irgendwann von oben so ein Kabel kommen. Ja, genau. Dieses dämliche Rätsel löst auch den Fahrstuhl da aus. Und noch was anderes. Das Kabel geht auch noch irgendwo anders lang. Die Frage ist nur, an diesem saßen wir auch schon ewig, ewig lang. Das war ja das Ding, ne? Wo ein Falsches sozusagen korrigiert werden muss, gleichzeitig aber es irgendwie abgegrenzt wird. Hier stellt sich natürlich die große Frage, wie löst man das am schlausten? Wie schafft man es, eine Spirale zu bilden und gleichzeitig ja, irgendwie sich, wie soll man sagen, ja, ist irgendwie halt so hinzuschaffen, dass man irgendwie an den Rand geht und sozusagen dann das Ganze abgrenzt. Bei mir ist jetzt gerade wieder so diese ganz große Geschichte, wo ich jetzt auf dem Handy parallel gerade gucke, ob ich da vielleicht irgendeinen Tipp bekomme. So. Okay. In der Zwischenzeit, während der lädt, versuche ich selber nochmal irgendwie ranzugehen. Also wir müssen hier, wenn wir so eine Linie schaffen könnten, wäre es einfach. Und zudem auch noch falsch. Also wir müssten eigentlich so eine Linie, wenn dann, bilden. Gleichzeitig müssen wir aber auch hier durch. Das bedeutet, wir könnten so versuchen. So wäre aber wieder blöd, ne? So funktioniert das nicht. Das wären 3 falsche. Ne, diese Linie muss bleiben. Die ist wirklich festgelegt. Das ist... Das ist so... Passt mal auf, Leute. An dieser Stelle ein kleiner Cut. Und ich suche mir das raus. Es ist... Ich wäre da nicht drauf gekommen. Muss ich tatsächlich jetzt an dieser Stelle einfach mal so sagen. Denn, was man nicht vergessen darf. Dieses Ding da kann einen beliebigen Fehler korrigieren. Und in dem Fall auch so einen. Das ist natürlich bitter in der Hinsicht, weil ich musste unbedingt all die Punkte verbinden, aber das war gar nicht verlangt. Ja, das hat es für mich tatsächlich unmöglich gemacht. Gleichzeitig habe ich auch ein Rätsel unfreiwillig gesehen, in dem es unter anderem auch um diese Schrägen ging. Ach so, okay. Auch hier ist jetzt wieder das Prinzip, dass der Punkt der Fehler... Ja, dass der Punkt sozusagen der Fehler ist.
Okay, was bringt mir eigentlich dieser Aufzug, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist? Kann ich da jetzt irgendwas drauf transportieren? Ich vermute einfach jetzt mal nicht. Außer, dass es eine extrem lange Fahrt ist. Naja, aber wir sind in der Hinsicht mal glücklich, dass es irgendwie funktioniert hat. Es könnte übrigens auch sein, so ganz nebenbei, dass vielleicht die Folge ein bisschen kürzer werden könnte. Grund dafür ist, weil wir heute Freitag haben. Ja, meine Damen und Herren, der Freitag, wo das Video rauskommt. Das habe ich schon ewig nicht mehr gehabt, dass ich so zeitnah aufnehme. Ist das der... Ah ja, das ist der erste, der da hochgeht. Der zweite kommt... Ja, wie gesagt. Achso, nicht wie gesagt. Ich habe es diesem Part noch nicht gesagt. Aber wie wir ja schon mal rangegangen sind, aus diesem Lagerhaus. Und dieses Lagerhaus, ja, ne? Das ist so eine Geschichte, ne? Aha. Okay. Pass auf. Das war das, was ich unweigerlich gesehen habe. Was ich gar nicht sehen wollte, tatsächlich. Die Lösung des Rätsels ist die. Auf diese Art und Weise komme ich einfach mal zu dem Entschluss, dass dieses Ding hier, welches ich gerade einkreise, ähnlich zu behandeln ist wie die. Nur halt vielleicht umgedreht. Es ist aber eine Vermutung, in der Hinsicht keine... Ja, das ist schwer zu sagen, ne? Das ist nur eine Vermutung. Ja. Jetzt stellt sich mir auch noch die Frage, wie wird jetzt das gemacht? So. Nein. So. Joa. Aber das ist nur der Bonus. Ich komme da gar nicht hoch. Was ist denn das für eine Scheiße? Nein, 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 nein. Da kommt man nur unten durch. Ja. Wie komme ich da hoch? Möchte ich mal kurz fragen. Ich bin enttäuscht. Muss das dann so sein? Ja, das passt alles, aber... Es agiert nicht so, wie es sollte. Oh Gott, okay, scheiße. Ich komme einfach nicht drauf, wie man diese Dinger da lösen sollte. Ah! Es ist beliebig, wie man die Dinger anordnen soll. Das soll das bedeuten. Es müssen einfach tatsächlich dann eine in dieser Form angeordnet sein. Aber wie rum, ist egal. Denn das ist tatsächlich nämlich beim anderen nicht egal. Okay. Ich sehe schon. Ja, okay. Ach, Mist. So, bitte einmal so rumdrehen. Danke. Tschüss. Auf Wiedersehen. Oh Gott. Das ist so. Aber das ist das Letzte. Dann käme ich da durch. Wie soll man das denn anordnen? Okay, es muss irgendwie. Müssen zwei her. Zwei. An sich getrennte. Das heißt vielleicht... Das ist blöd, so? Nee, das macht auch keinen Sinn.
Ah, das macht keinen Sinn. Wobei, warte mal. Das sind keine Schiefen, ne? Die müssen eigentlich tatsächlich so angeordnet sein, wie sie sind. Aber wie kann ich das lösen? Die müssen irgendwie ineinander passen. Weil sonst kann ich das gar nicht richtig lösen. So zumindest mal meine Vermutung. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wie dann? Also, wir brauchen irgendwie sowas. Irgendwie. Jetzt müsste man aber noch den mitnehmen. Das heißt vielleicht irgendwie so. Aber selbst so kann ich ja nicht lösen. Selbst so funktioniert es ja nicht. Boah, Jung. Was ist denn das für eine Aufgabe? Die müssen ineinander gesteckt werden. Diese zwei. Das heißt, es könnte... Also... So kann man ja gar nicht machen. Also, ich gehe hier die ganze Zeit rein, weil ich ja da so reingehen müsste. Aber das kann ich ja gar nicht. Alternativmöglichkeit wäre halt so. Und dann den rechten mitnehmen, wie ich ja schon gezeigt habe, dass man dann die ineinander gesteckt hätte. Aber das geht ja auch nicht. Boah, Alter. Das ist Hirnauer. Eieieiei. Okay, verwirrt pur. Ich komme da nicht weiter. Vielleicht könnten wir aber in der Zwischenzeit die Tür da hinten öffnen. Dann müssten wir nämlich nicht immer hier raus, sondern könnten da hinten raus. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. So, in der Zwischenzeit öffne ich nochmal die Tür, auch wenn es gar nicht vonnöten ist. Ich weiß, dass wir eigentlich einen separaten Ausgang haben. Aber das ist auf jeden Fall schon okay. Wir wollen nämlich da hinten wieder hin. So, diese schrägen Dinger, die müssen irgendwie gelöst. Ach, Moment, halt. Das waren keine schrägen. Die waren einfach so tatsächlich. Wie war denn das nochmal, ne? So. So geht's ja nicht, ne? Nee. Der ist nicht schräg angeordnet, somit muss er so eingeordnet sein, wie er ist. Aber das funktioniert doch gar nicht. Ha! Blödes Spiel. Wobei ich ja eigentlich noch die Website im letzten Ladeding habe. Das heißt, ich würde das... Da sitze ich ja auch schon seit sehr, sehr langer Zeit dran. Dementsprechend sehe ich, dass durchaus es eine Art... Es sei mir mal erlaubt. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja sehr gerne das nochmal angucken und ob ihr da drauf kommen würdet. Ich für meinen Teil keine Chance. Oh, na gut, okay. Keine Chance, auch für mich, denn das ist tatsächlich nicht in dem Block dabei und ich möchte jetzt nicht in den anderen reingehen und gucken, wie das funktioniert. Vielleicht funktioniert es ja auch tatsächlich nicht. Kann ja sein. Wo will ich als nächstes hin? Da das Ganze mit den Schatten hier irgendwie noch nicht ordentlich zu funktionieren scheint. Ich wollte eigentlich gerade woanders hin, aber egal. Gucken wir einfach mal. Nochmal in die Stadt. Denn nachdem wir jetzt wissen, wie die Schrägen einigermaßen zu funktionieren scheinen, könnten wir vielleicht nochmal hier das ein oder andere Rätsel probieren. Hier, süß. Eine Blüte. Hier kommen wir auch nicht rein. Ist dieses Kabel hier aktiviert? Und dieses Kabel... Immer mit zwei anderen, ne? Da dürfen nie mehr als zwei andere. Ich habe schon wieder vergessen, wie es geht. Das ist tatsächlich eine kleine Problematik, wenn man in solchen Etappen aufnimmt. Es funktioniert
Nicht so richtig. Und vielleicht können wir deswegen auch dieses. Aber dieses Rätsel können wir auch nicht wirklich lösen. Vielleicht müssen wir dafür echt die Tür geöffnet haben. Vielleicht ist das der Clou an dieser Geschichte, aber das kriegen wir nicht hin. Hier oben. Was ist denn da drin eigentlich? Irgendwas Spielrelevantes? Ist eine Art Gewächshaus. Da geht ein Kabel durch. Ich würde da prinzipiell schon mal gerne reingucken. Sorry, Leute. Vielleicht für euch auch noch mal ganz kurz zur Auffrischung. Ich muss noch mal in den Tropenbereich. Der geht übrigens nicht da lang, wo ich gerade hingegangen bin, sondern da lang, wo ich jetzt hingehe. Hey, guck mal. Höchst interessant. Was ich daran interessant finde, die Pumpe hier. Hab's nämlich irgendwie für ein Kabel gehalten. Okay, wir müssen nochmal zurück in den Dschungel. Wie funktioniert das Ganze nochmal mit den Sternchen? Ich dachte, nie mehr als zwei. War das überhaupt im Dschungel? Oh Gott, Leute. Für euch ist das alles ganz normal. Für mich ist es jetzt so ewig. So, Hallöchen. Genau, Bingo. Aber immer zwei. Immer zwei, das ist das Entscheidende. Gehen wir nochmal zum Tutorial am Anfang zurück. Genau, immer zwei kombiniert. Aber nie mehr als zwei. Und dementsprechend, da waren ja aber auch Dreierfarben. Heißt das, man kann die Tür gar nicht öffnen? Sicher, dass das so rum sein muss? Na gut. Ich hätte gedacht, vielleicht finde ich es nochmal auf die Schnelle hinaus. Okay. Ich wollte nämlich eigentlich tatsächlich nur das schnell herausfinden. Es waren ja immer Zweierpaare, aber da unten waren drei von einer Farbe. Und drei von einer Farbe bedeutet, dass einer alleine sein muss. Was im Umkehrschluss bedeutet, das funktioniert nicht. Große Verwirrung. An allen Ecken und Enden. Wir gehen noch mal zum, ja, zum Gewässer der Erleuchtung, nenne ich es jetzt mal, weil das ist wirklich, also hier war mal eine große Erleuchtung mit den Tetris-Blöcken endlich mal. Aber wir kommen trotzdem noch nicht so richtig weiter. Hier kommen wir nicht rein, hier kommen wir nur raus. Wow. Ganz ruhig. Darüber kommen wir auch nicht so richtig. Hier fehlen Brücken. Lauter verschiedene Farben, verschiedene Ansätze. Und man weiß nicht so richtig, wo man jetzt eigentlich weitermachen kann. Das Spiel lässt einen da richtig zappeln. Das ist fast schon skandalös. Das macht zwar auf der einen Seite das Spiel des der Reiz des Spiels aus, aber im selben Atemzug muss ich sagen, ein bisschen mehr Hilfe wäre, da wäre mir schon deutlich wohler. Jetzt sind wir wieder hier bei den verschiedenen Farben. Und wir sind ja auch prinzipiell schon mal da unten drin gewesen. Vielleicht machen wir nächstes Mal an dieser Stelle weiter. Wie ich nämlich schon gesagt habe, ich nehme
top aktuell an dem Tag auf, wo es noch raus muss. Dementsprechend auch aus zeitlicher bzw. lerntechnischer Sicht heute vielleicht etwas kürzer. Verzweifelt sind wir an dem Ding da. Ohne die Sternchen war es ja, dass es mit keiner anderen Farbe so richtig kollidieren darf. Soweit ich mich noch daran entsinnen kann. Jetzt fehlt mir sogar irgendwie die... Ich versuch's gerade einfach nochmal so ein bisschen. Auch hier... Keine Chance. Ich glaube, ich muss einige Ansatzpunkte nochmal finden, denn manchmal brauche ich einfach so ein bisschen den, ja, so einen Denkanstoß, sagen wir es mal so. Dass das in dem Fall leider halt immer die Lösungen sind, ist schade, weil das Spiel gibt einem halt keine Tipps. Das heißt, dass man irgendwie so sagt, versuche mal so und so zu denken oder so, gibt's halt schlecht. Nun gut, ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zugucken, Tipps und alles Mögliche sehr gerne unten rein. Ich freue mich da immer. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, als mir das Rätsel, ja, was wir am Anfang der Folge gelöst haben, geschickt wurde. Und ja, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.